Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute möchte ich aus Galater 5, Vers 16 lesen. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Liste des Feindes Fleisches nicht vollbringen. Ja, wandelt im Geist. Was ist das Wandern im Geist? Ich denke, manche legen da so einen theoretischen Gedanken rein, aber ich denke, es geht um ganz praktisches Leben. Am Tag, wir beginnen mit Gebet, wir kommen im Gebet, wir danken Gott, wir sagen ihm Lob für alles, was er so tut, und wir sagen, Herr Jesus, diesen Tag lege ich in deine Hände. Führe mich, bewahre mich vor Sünde, erhalte mich, dass ich wirklich also für dich diesen Tag lebe, ich gehöre dir. Und so gehen wir in den Tag, dann lesen wir im Wort Gottes und das Wort Gottes spricht zu uns. Und aus den Gedanken, die wir lesen, ist unsere Speise. Dann beten wir wieder und sagen, Herr Jesus, helfe mir. Wir beten für Regierung, wir beten für unsere Nächsten, wir bitten für Bewahrung, für Kranke, alles, was uns der Herr so im Gebet gibt. Und so gehen wir in den Tag hinein. Und in dem Tag gibt es auch viele Arbeit. Es ist die Arbeit in der Firma, da müssen wir alles Mögliche tun. Auch zu Hause, es gibt Arbeit im Garten, in der Küche, wo auch immer. Aber wir tun es mit dem Herrn. Das heißt, er bleibt mit uns. Dass wir können weiterhin im Geist leben, im Geist wandeln. Er wird uns Gedanken geben, auch mit wem wir reden sollen, wohin wir einen Brief schreiben sollen, eine E-Mail oder anrufen und so. Er wird mit uns sein. Und wir werden auch immer wieder den Tag so mit ihm erleben, auch wenn Enttäuschungen kommen. Dann fragen wir, Herr Jesus, was willst du da mit mir sagen? Ich will doch, ich habe so den ganzen Tag mich bemüht, mit dir zu sein. Und es ist so schön, mit dir zu sein. Aber warum kommt es hier? Lerne mich, dass ich aus diesem lerne oder ich jemanden tröste und so weiter. Ich denke, die Worte in 1. Johannes 3, 4 bis 6 gehören dazu. Hier steht es, wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Und die Sünde ist das Unrecht. Und er wisset, dass er ist erschienen, auf dass er unsere Sünden wegnehme. Und es ist keine Sünde in ihm, also in Jesus. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer da sündigt, der hat ihn nicht gesehen, noch erkannt. Also wenn wir so mit Gott verbunden sind, wenn wir so ihm das Leben jeden Tag neu weihen, wenn wir erleben ihn und sind in Gemeinschaft mit ihm, er wird uns auch bewahren von jeder Sünde. Ich habe mal als junger Mensch geschrieben ein Gedicht, das heißt Reinheit ist Glück. Erhaltet Geschwister im Leben euch rein, bemüht euch von Flecken ganz los frei zu sein. Wenn auch die Versuchung verlockend bricht ein, so steht doch Geschwister so fest wie ein Stein. Es lohnt sich, Geschwister, für Jesu viel tun. Es lohnt sich für ihn, seine Sache hier glühen. Denn wenn man will glücklich und selig hier sein, so muss man von Sünden sein rein. Habt Acht auf Gedanken, die rein müssen sein. Seid stets auf der Hut und bewahrt euch rein. Denn so wie die Knospe der Blume quillt vor, so bringen Gedanken die Taten hervor. Und wenn man kann eine Stunde wachsam sein, rein, so kann man mit Gott auch die andere es sein. Und so eine Woche, ein Monat, ein Jahr, wie wird sich der Heiland dann unser erfreuen? Ja, das ist so ein Gedanken, wie kann ich wirklich mit Gott, und da denke ich, eine Stunde war jetzt so schön mit dem Herrn, dann kann man die nächste und so kann man einen Tag und dann zwei Tage und so mit ihm in der Gemeinschaft bleiben. Was wird es aber, wenn wir wissen, etwas Gutes zu tun und irgendwie klappt es nicht? Warum auch immer, wir haben zu viel Zeit irgendwo vergeudet, wir haben irgendwie einfach ein Gespräch geführt, das zu nichts bringt oder einfach die Zeit vergeudet, aber wir konnten in dieser Zeit was Gutes tun. Und da wissen wir doch dieses Wort aus Jakobus, wer sagt, wer da weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist Sünde. Wir haben nicht angerufen, wir haben nicht geschrieben, wir haben nicht im Gebet jemanden gebracht und dann kann es eine Sünde sein. Und dann sind wir auch ganz froh, Herr Jesus, dass wir wieder zu ihm kommen können. Und da denke ich immer wieder an dieses Wort in 1. Johannes 1, 7, 9. So wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. So wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. So wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend.
Es kommt mir so ein Gedanke, ach, ich hätte heute das machen können. Ich schreibe mir für morgen dieses zu tun, aber Jesus sagt, vergib mir, dass ich heute das so nicht getan. Es ist klar, was ich, war es ein Fehler, war es eine Sünde, ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht so wissen, aber der Geist mahnt mich. Also bin ich in Verbindung mit Jesus und ich kann ihm sagen, Herr Jesus, ich will mit dir weiterbleiben. Führe mich weiter, ich will wandern im Geist. Zeige mir auch weiter. Und, den nächsten Tag, wenn der Geist mich mahnt, dann bin ich gleich in Gedanken oder bete oder tue was, was der Herr und der Geist mir sagt. Etwas Gutes. Wisst ihr, ein Gebet, auch ein Stoßgebet zu Gott für jemand, das ist etwas Gutes. Man soll nicht versäumen, diese, wenn man arbeitet, wenn man was tut und dann kommt der Gedanke, ja, bete für diese Person. Und schon ist es so schön. Deswegen ist es wichtig, wandern im Geist, wirklich in Gedanken mit ihm verbunden sein. Und er wird uns bewahren von jeder Sünde. Er wird uns in Reinheit bewahren. Und wir werden immer wachsen in diesem. Und es gibt so ein glückliches Gefühl, mit dem Herrn in der Reinheit, in Gemeinschaft mit ihm zu sein. Gott segne euch da. Amen.